Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect TDFLP, euer Ding am Start. Wir sind jetzt endlich hier angekommen, auf diesen komischen Planeten, wo die Reaper sein sollen, oder diese komische Stätte, die der Reaper ist. Und Saren Mambaren ist auch hier, und jetzt laufen wir hier rum und machen eine Tür auf und versuchen, übel cool zu sein. Und ja, wir fahren ein bisschen. Wir müssen irgendwas aktivieren, damit irgendeine Tür aufgeht und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht aber auch da. Weil wir so viele Munition finden. Ist doch richtig useless hier. Also wir sind gerade auch Fahrstuhl gefahren für 3 Pistolen. Richtig, richtig dumm einfach. Ah, oh, ich höre da irgendwas Komisches. Okay. Ich hasse diese Jumper. Ich sehe nichts. Die sind richtig Camouflage hier. Camouflage. Na also. Ja, alle tot. Good job, guys. Well done. Hier müssen wir also hin. Interesting. Well, well, well. Look at this. Well done. Hier gibt es noch Strom. Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator. Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex. Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist. Alter. Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker hereinzukommen. Die zwei sind einfach solche Brains. So eine Granate werfen. Bringt Respekt. Okay. Cannot win. Oh, Alter. Der war echt heftig. Der war echt tanky. Klar, der kriegt genau das Schild hoch. Das war eigentlich sein Untergang. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich kann jetzt da hoch. Ich weiß nicht. Gehen wir da hoch? Ich glaube, wir gehen da erstmal hoch. Und hier oben ist nix. Cool. Das ist eine wirklich sinnvolle Brücke hier oben. Sehr, sehr sinnvoll. Sehr gut. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Hier ist der nächste Fahrstuhl. Ich kann ihn irgendwie nicht anvisieren. Es gibt hier Geheimnisse, die besser vergessen bleiben sollten.
Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Irgendwas stimmt hier nicht. Und nicht nur wegen der Gate. Warum kann ich ihn nicht? Ja, weil ich da hoch muss. Sollen wir ins Sicherheitspult kommen wahrscheinlich. Sonst komme ich hier nicht weit. Das Ding ist, wir kommen wieder dran. Ah. Upside down. Wir müssen uns beeilen. Saren hat bereits einen Vorsprung. Machen wir keinen Stress. Wir müssen ihn finden, bevor er die Röhre du findet. Du liegst sowieso die ganze Zeit auf dem Boden. Falls er sie noch nicht gefunden hat. Ansonsten laufen wir in eine Falle. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Moment. Da passiert gerade etwas. Zu spät. Können nicht. Invasionsflotten. Kein Entkommen. Vielleicht eine Art Nachricht. Aber ich verstehe diese Sprache nicht. Könnte proteanisch sein. Er hat irgendwas gesagt von kein Entkommen. Muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein. Kein Wunder, dass wir sie nicht verstehen. Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen. Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion. Unglaublich. Die Dechiffrierung muss ihnen ein Verständnis der proteanischen Sprache übermittelt haben. Nicht sicher. Suchen Schutz. Den Archiven. Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Nein, Reaper. Die Zitadelle. Überwältigt. Einzige Hoffnung. Verzweiflungsakt. Die Röhre. Alles verloren. Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können. Wir müssen los. Nicht aufzuhalten. Okay, habe ich jetzt diesen scheiß Fahrstuhl aktiviert, das wäre echt... Ah, ich kann hier nochmal hochgehen. Cool. Und dann kann ich wieder runtergehen, bestimmt. Cool. Ja, Mann. Wieder so eine sinnlose Brücke. Geil. Die Musik ist nice. Mal wieder. Tatsache. Okay. Auf einmal abgebrochen. Musik down. Boom. Ende. Ist jetzt das Ding offen? Haben wir es geschafft? Ob wir den Panzer nehmen sollten, um in diesen düsteren Untergrundbunker einzudringen? Of course. Den Panzer. Den Panzer. Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt und einen in den Hinterhalt lockt. Sie müssen zu sehr in Eile dafür gewesen sein. Oder die böse Überraschung kommt noch. Wir fahren Playmobil. Und das ist sehr nice bei Mass Effect. Fahren Playmobil. Das ist sehr nice beim Mass Effect. Was sind das für Dinge an der Wand? Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stasis-Kapseln. Wahrscheinlich. I don't care. Ja, jetzt lädt das Spiel, Alter. Willst du mich eigentlich rollen? Spaß.
zur Seite mal. Jawohl. Sieht mir nach einem richtig dicken Schutzschild aus. Einfach durchfahren. Was passiert hier? Eine Falle. Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Also. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Nicht? Wer sonst? Vielleicht unsere Freunde aus dem Hologramm. Who knows? Who knows, my brother? Was werden wir Ihrer Meinung nach da unten finden? Es muss nützlich sein, wenn es speziell für uns bestimmt ist. Erhoffen Sie sich nicht zu viel. Wir können uns jetzt nur auf uns selbst verlassen. So ist es. So ist es, so war es und so wird es auch immer sein. Habe ich jetzt schon wieder so ein cooles Ding. Jawohl. Vigil! Sie sind keine Proteaner. Nein. Aber auch keine Maschine. Nein. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein, allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Moment mal. Wieso kann ich das alles verstehen? Warum sprechen Sie nicht in der proteanischen Sprache? Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre bestand. Eine Million, aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel, zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelle-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Die Reaper können den Rat und die Zitadelle-Flotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Das stimmt. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Info ist Macht. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Und was geschah dann? Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive.
Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Wie haben Sie überlebt? Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Citadel-Portal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Das war notwendig. Sie konnten nicht alle retten. Einige mussten sterben, damit andere leben konnten. Genau. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Die Keeper? Die Keeper stehen doch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Citadel kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Citadel-Portal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Citadel und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Citadel gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Saren kann offensichtlich die Röhre einsetzen, um alle externen Verteidigungssysteme der Citadel zu umgehen. Das ist richtig. Und wenn er erst einmal drinnen ist, kann er die Kontrolle der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Citadel überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Ich werde die Sovereign aufhalten. Irgendwie. In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Citadel erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Citadel überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Citadel? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Okay, dann hauen wir mal ab. Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Dann gib Gas, Shepard, Alter, du Stück Scheiße. Haben wir die Datei? Ja, bestimmt, Alter. Go, go, go. Alle, alle, alle. Go, go, go. Alle, alle, alle. Fahren, Fahrstuhl. Haben wieder was erfahren. Und ich sitze auf meinem Kabel. Und das war richtig dumm. So viele Rassen sehen zu den Proteanern auf und sehen in ihnen den Gipfel der Zivilisation. Gipfel der Zivilisation. Aber sie wurden eben von den Reapern reingelegt wie wir. Sie sind gescheitert. Sie haben gefailt. Ich habe nicht vor, wie sie zu enden. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt weiterfahren, oder? Ich glaube, ich muss nach Hause jetzt, ne? Oder muss ich davon geradeaus? Erstmal geradeaus. Get wrecked, bitches. Oder kann ich ja noch runterfahren? Ja, normal. Easy.
Christ, motherfucker. Alter, dieses Auto ist so wild. Handling hoch 10. Handling hoch 10. Ach du Scheiße. Geht Koloss, du bist down. Das sind echt OP, die Teile, muss ich sagen. Super strong. Kurz reparieren. Oh, okay, gut, dann. Mein Gott, ich hab ganz die Zeit vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Übergänge Pelikaner. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn wir hier jetzt in diese Kurve reinfahren. Wir haben wieder viel erfahren. Über die Keeper und die Reaper und dass die Zitadelle eigentlich richtig stinkt, was ich schon von Anfang an gesagt habe. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ihr seid übel geil.